dieser Episode geht's um den T-Test, um den mit meist verwandten parametrischen Test. Ein Test darauf, ob sich zwei Populationen hinsichtlich ihrer Mittelwerte signifikant voneinander unterscheiden und ob diese Mittelwerte so weit voneinander abweichen, dass man sagen muss, dass die Grundgesamtheiten, von denen die Stichproben stammen, zu unterschiedlich sein müssen. Also ob wir mit zwei unterschiedlichen Dingen es sozusagen zu tun haben. Der T-Test als parametrischer Test verlangt, dass man vorher abprüft, ob die Parameter für den T-Test erfüllt sind, ob also die Ansprüche des T-Tests an die Datenqualität genügen, damit man diesen T-Test durchführen kann, und deswegen entstehen für solche parametrischen Tests meistens ganze Testkaskaden, dass man also zuerst die Parameter abprüft, um dann den eigentlichen Test durchzuführen. Für den T-Test könnte ein solcher Testbaum so aussehen, dass wir unsere Daten zuerst prüfen, ob die einzelnen Stichproben signifikant von einer Normalverteilung abweichen. Das kann man mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test tun oder mit dem Shapiro-Test für Normalität. Wenn die einzelnen Datenreihen, Stichproben nicht normal verteilt sind, muss man auf nicht-parametrische Tests ausweichen. Ansonsten kommen wir zur nächsten Entscheidung, ob die Varianzen unserer beiden Stichproben homogen sind, ob sie gleichmäßig sind. Dafür können wir den F-Test verwenden. Wenn ja, dann können wir zum normalen T-Test fortschreiten. Wenn nein, dann müssen wir den T-Test mit Welch-Korrektur verwenden. Das ist in R aber keine große Sache. Als nächstes Unterscheidungskriterium für den T-Test ist gegeben, ob wir es mit abhängigen oder unabhängigen Stichproben zu tun haben. Abhängige Stichproben, das klassische Beispiel dafür, wäre eine Gruppe von Patienten, die einer bestimmten Behandlung unterliegt, und man prüft einen bestimmten Wert vor und nach der Behandlung. Der Zustand des Patienten nach der Behandlung ist sicher von der Behandlung selbst abhängig, aber eben auch von dem Zustand des Patienten vor der Behandlung. Daher ergeben sich hier andere Signifikanzen oder andere Bedingungen für einen solchen Test. Das ist nichts, was man mit einem statistischen Test selbst abprüfen kann, ob eine solche abhängige Stichprobe vorliegt, sondern das muss man selbst entscheiden, entsprechend im Fall. Auch hier gibt es jeweils zwei Geschmacksrichtungen des T-Tests für abhängige und unabhängige Stichproben. Man muss sich dann einfach entscheiden, welche von beiden man verwendet. Gut, wir wollen jetzt mal mit einem Datensatz diese Testreihe durchlaufen in R. Und ich habe dafür den Datensatz, ich habe bereits Arbeitsbereitschaft hergestellt, indem ich ins Verzeichnis gewechselt bin und meinen Datensatz Klingenlänge eingeladen habe, wo wir die Klingenlängen an zwei Fundstellen aufgeführt haben, mit einer Variable Länge für die eigentliche Klingenlänge und einer Variable Fundort für den Platz, wo wir das entsprechende Objekt gefunden haben. Und wir können, oder für den Kolmogorov-Smirnov-Test müssen wir unseren Datensatz erst einmal wieder in zwei Vektoren unterteilen. Da der die Formelschreibweise nicht versteht, Klingenlänge Site 1. In diesen Vektor tue ich die Klingenlänge Dollar Länge hinein von allen Fundstellen, von allen Klingen, die bei denen die Fundstelle Site 1 ist, also Fundort gleich Site 1. Und hier drin haben wir jetzt unsere entsprechenden Werte für Fundstelle 1 und das gleiche nochmal für die Fundstelle 2. Damit haben wir diesen Datensatz in die zwei Vektoren aufgeteilt. Wir können uns natürlich schon mal anschauen, wie das Ganze so aussieht in der Verteilung, indem wir die Dichte der Variable 1 hier plotten und hier unser Ergebnis herausbekommen. Und
darüber vielleicht nochmal als Linienplot legen die Dichte von Variable 2 und färben das Ganze nochmal in Rot ein. Und man sieht schon, dass die Variablenverteilungen sich sehr ähneln. Wir haben hier eine gewisse Abweichung bei unserer Klingenlängen vom ersten Fundort, die durchaus von dem ein bisschen abweichen, was man für eine Normalverteilung erwarten würde. Aber wir müssen gleich mal schauen, ob das so stark abweicht, dass wir den Datensatz nicht mehr entsprechend mit einem T-Test verarbeiten können. Und letztendlich wollen wir herausbekommen, ob die Mittelwerte beider Verteilungen zu weit voneinander abweichen, als dass man von einer gemeinsamen Grundgesamtheit ausgehen kann. Das sieht hier im Optischen schon so aus, als wäre das sich sehr ähnlich, als würden die Variablen sich auf einem sehr ähnlichen Datenbereich bewegen. Aber wir wollen es natürlich testen. Zuerst allerdings Test auf unsere Normalverteilung mit dem KS-Test und dem Shapiro-Test, ob wir überhaupt sinnvoll weiter fortschreiten können. KS-Test hatten wir eine eigene Episode dazu. Ich nehme hier die Klingenlängen von Fundstelle 1 und ich will sie ja jetzt nicht mit den Klingenlängen von Fundstelle 2 vergleichen, sondern mit einer Normalverteilung. Und zwar einer Normalverteilung, die in ihren Parametern der Klingenlängen von Fundstellen 1 entspricht, also den entsprechenden gleichen Mittelwert hat und die gleiche Standardabweichung wie unsere Originaldaten. Erst einmal kann ich die Hilfe für den KS-Test aufrufen, um mir anzuschauen, was hier erwartet wird. Erwartet wird ein numerischer Vektor von Datenwerten als x und als y, entweder wiederum ein numerischer Vektor von Datenwerten, wenn wir zwei Stichproben miteinander vergleichen wollen, oder eine Zeichenkette, die eine kumulative Distributionsfunktion anzeigt, oder eine tatsächliche kumulative Distributionsfunktion wie zum Beispiel p-Norm. Das ist das, was wir jetzt hier auch abprüfen werden auf Normalverteilung. Also hier jetzt eine Buchstabenkette, in der p-Norm steht. Die entsprechenden Parameter hier hinten der Distribution, auf die wir testen wollen, müssen entsprechend mit angegeben werden. Also mean von den Mittelwert, das sind ja die Parameter, die man von der Normalverteilung hat, Mittelwert und Standardabweichung. Mean von Mittelwert, Klingenlänge, seit 1 und Standardabweichung SD von Klingenlänge seit 1. Hier bekommen wir unsere Standardabweichung für unseren Datensatz heraus, hier unseren entsprechenden Mittelwert. Das wird an die Funktion für die Normalverteilung übergeben. Daraus wird eine Normalverteilung berechnet, die unserem Datensatz entspricht, und dann prüft der KS-Test, ob sich unser tatsächlicher Datensatz hier signifikant davon unterscheidet. Das Ganze durchgeführt sehen wir als p-Wert 0,4, also kein signifikanter Unterschied. Wir können mit unserem ersten Datensatz zumindest weiterarbeiten. Mit unserer Stichprobe von unserer ersten Fundstelle machen wir das gleiche nochmal für die zweite Fundstelle. Auch hier haben wir einen Signifikanzwert, der oberhalb 0,05 ist, also können wir auch diesen für den T-Test verwenden. Gut, der KS-Test ist relativ konservativ, lehnt also die Nullhypothese relativ spät ab, weshalb es auch sinnvoll sein kann, einen Test zu benutzen, der speziell auf die Normalverteilung zielt. Das wäre der Shapiro-Test, der nichts anderes erwartet als den Datensatz, den wir auf Normalverteilung prüfen wollen. In diesem Fall Klingenlängen von Stelle 1. Den durchgeführt bekommen wir einen p-Wert von 0,06, also ganz knapp, nicht signifikant. Was sich darauf zurückführen lässt, eben, dass wir hier diese Abweichung haben,
die vom Shapiro-Test auch durchaus erkannt wird als problematisch, aber wir sind noch im sicheren Bereich einer Nicht-Signifikanz. Für unseren zweiten Datensatz ist der P-Wert deutlich höher als 0,05, von daher sind wir da auch auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Insgesamt können wir aber diesen Datensatz verwenden, um ihn in den T-Test hineinzustecken. Man sagt auch, dass bei Stichprobenzahlen größer als 50 eine Normalverteilung angenommen werden kann für die entsprechenden Daten. Das ist aber ein weiches Kriterium. Ich würde immer vorher testen, ob sich eine, oder zumindest mit dem KS-Test testen, ob sich eine entsprechende Normalverteilung auch ergibt. Man kann zudem sich auch das Ganze optisch anschauen, wie weit und wo die Datensätze von der Normalverteilung abweichen. Wir machen das mal für unseren Datensatz der Fundstelle 1, wo wir eine Abweichung gesehen haben. Der Befehl für das optische Anschauen oder für den QQ-Plot, der eine optische Darstellung dieser Abweichungen darstellt, ist QQ-Norm. Hier werden die Quantile, die theoretischen Quantile für die entsprechenden Verteilungen aufgetragen und hier die echten Quantile aus unserem Datensatz und es wird geschaut, inwieweit sich diese Verteilung voneinander verab oder unterscheiden. Und wenn wir den tatsächlichen Idealfall, also eine perfekte Normalverteilung, nochmal hineinlegen wollen, wäre das QQ-Line. Diese Linie hier repräsentiert den Normalverteilten, den tatsächliche Normalverteilung. Wir sehen, dass wir hier einen Ausreißer haben in unserem Datensatz und hier auch Ausreißer und hier bewegen wir uns etwas oberhalb der Normalverteilung. Von daher gibt es hier zwar durchaus Unterschiede, aber unsere Tests haben uns gesagt, dass diese Unterschiede für unseren Zweck nicht dramatisch sind, also dass wir den entsprechenden Datensatz für statistische Tests verwenden können, die eine Normalverteilung verlangen. Damit hätten wir Teil 1 unseres Testbaums abgearbeitet. Wir haben normal verteilte Daten vorliegen und können jetzt zum F-Test fortschreiten, der auch ein parametrischer Test ist. Er verlangt Normalverteilung und er testet eben, ob die Varianzen gleich sind. Ob also, und ich gehe hier nochmal auf diesen Plot zurück, ob die Breiten hier, die Streuung der Daten, vergleichbar ist, eine Voraussetzung für den normalen T-Test. Um das Ganze durchzuführen, brauchen wir den Befehl var-Test, der für den T-Test in R verwandt wird. Und wir füttern hier unsere beiden Datensätze ein. Klingenlänge Fundstelle 1, Klingenlänge Fundstelle 2. Durchgeführt erhalten wir hier einen P-Wert, der deutlich über 0,05 ist. Das heißt, die Alternativhypothese, dass das wahre Verhältnis der Varianzen nicht gleich 1 wäre, somit die Varianzen also vergleichbar groß wären, kann nicht gezogen werden, sondern wir bleiben bei unserer Nullhypothese, dass die Varianzen vergleichbar sind. Von daher können wir einen normalen T-Test verwenden. Wir hätten, wenn die Varianzen nicht vergleichbar wären, könnten wir einen T-Test mit Welch-Korrektur verwenden, aber wir haben jetzt gleich große Varianzen. Und was die Abhängigkeit unserer Stichprobe anbelangt, die Klingenlängen an Fundstelle 1 haben nichts mit den Klingenlängen an Fundstelle 2 zu tun. Das sind zwei völlig unabhängige Stichproben. Also können wir unseren T-Test für unabhängige Stichproben verwenden. Was wir jetzt auch tun werden, der Befehl in R ist T-Test. Wir geben unsere beiden Variablen hier wieder hinein. Und wir haben uns vorher vergewissert, dass die Varianzengleichheit gegeben ist. Also können wir mit var equal gleich true angeben, dass wir eben gleiche Varianzen haben. Von Haus aus führt der T-Test in R, wird so ausgeführt, dass wir eine Welch-Korrektur
immer anwenden. Wenn wir aber vorher geprüft haben, dass die Varianzen gleich sind, können wir das hier angeben und dementsprechend kriegen wir eine genauere Abschätzung, einen teststärkeren Test heraus. Gut, das Ganze durchgeführt. Unser Zwei-Stichproben-T-Test mit unseren Klingenlängen. Der P-Wert liegt bei 0,8, also deutlich über 0,05. Die Alternativhypothese wäre, dass der wahre Unterschied in den Mittelwerten nicht vergleichbar mit 0 ist, dass also ein Unterschied existiert. Die Alternativhypothese können wir nicht ziehen, sondern wir bleiben bei unserer Nullhypothese, die besagt, dass kein signifikanter Unterschied festzustellen ist. Das, was wir auch im Plot im Grunde genommen schon sehen können, dass beide Stichproben eine sehr ähnliche Verteilung haben. Also die Prozesse, die zu den Klingenlängen an Fundstelle 1 und Fundstelle 2 geführt haben, sind vergleichbar. Wir haben also keinen größeren technologischen Unterschied, auch keinen größeren Traditionsunterschied, sondern an beiden Fundstellen wurde ähnlich gearbeitet und wir haben eine ähnliche Klingenindustrie zum Beispiel vorliegen. Der T-Test als solcher in R versteht auch die Formelschreibweise, was gegebenenfalls etwas angenehmer ist. Für den T-Test selbst müssen wir also nicht zwingend die Variable in zwei Variablen aufteilen, sondern wir könnten angeben Länge in Abhängigkeit von Fundort. Die Daten wären unsere Klingenlänge und var equal gleich true. Und auch das führt uns zum gleichen Ergebnis. Und ist gegebenenfalls etwas angenehmer. Man sieht schon, dass es etwas kürzer ist als der andere Testbefehl. Aber es ist einfach teilweise angenehmer, diese Formelschreibweise zu verwenden. Gut, wenn wir vorher festgestellt haben, dass die Varianzen nicht gleich wären, müssen wir var equal gleich f angeben oder diesen Bereich weglassen, denn, wie gesagt, von Haus aus wird der T-Test in R als Welsh-Test ausgeführt, also als Test für nicht gleiche Varianzen. Auch in diesem Fall bekommen wir ein nicht signifikantes Ergebnis heraus. Auch in diesem Fall wird festgestellt, dass sich beide Verteilungen in ihren Mittelwerten nicht signifikant unterscheiden. Gut, in unserem Testbaum ist ja noch ein Bereich offen. Wir haben jetzt für unabhängige Stichproben mit gleichen Varianzen und für unabhängige Stichproben hier mit ungleichen Varianzen getestet. Aber was ist mit abhängigen Stichproben? Wenn wir einen solchen Fall vorliegen hätten, ich bleibe erstmal bei gleichen Varianzen, dann müssten wir paired als Option angeben, dass wir eine abhängige Stichprobe haben. Wenn ich das hier ausführe, bekomme ich einen Fehler, denn meine beiden Variablen unterscheiden sich in der Länge. Wenn wir abhängige Stichproben hätten, müssten sie ja gleich lang sein. Also wir hätten sozusagen die Patienten vor und nach der Behandlung. Die Patientenzahl ist nach wie vor die gleiche. Deswegen muss zwangsläufig der entsprechende Datensatz gleich lang sein. Ich mache jetzt mal zur Probe, werfe ich hier zweimal den gleichen Datensatz hinein und bekomme einen gepaarten T-Test, bei dem sich hier die Werte nicht sinnvoll ausrechnen lassen, weil ich genau den gleichen Datensatz hineingeworfen habe. Von daher ergeben sich hier rechnerisch Probleme und wir kommen zu NAs. Das macht uns jetzt aber nichts, weil es eben einfach nur ein Demonstrationsobjekt wäre. Normalerweise hätte man ja schon durchaus unterschiedliche Datensätze, ansonsten müsste man nicht prüfen, ob sie gleich sind. Zwei gleiche Datensätze sind von Haus aus einfach gleich. Gut, das wäre die Variante für gleiche Varianzen und abhängige Stichprobe, also dieser Bereich. Das gleiche können wir nochmal machen für ungleiche Varianzen. Auch hier bekommen wir einen gepaarten T-Test mit entsprechender nicht berechenbarer P-Wert und wir hätten diesen Fall abgehandelt. Gut, damit wäre der T-Test in all seinen Facetten durchgeführt.
durchprobiert. Wir müssen also zuerst einmal natürlich unsere Daten einladen. Wir können sie optisch einmal betrachten. Wir sollten dann jede der Stichproben überprüfen auf Normalverteilung. Wenn wir keinen signifikanten Unterschied feststellen und auch in der Darstellung das Ganze halbwegs vernünftig aussieht, dann können wir zu parametrischen Tests fortschreiten, die eine Normalverteilung erwarten, wie zum Beispiel unseren Varianzentest, unseren F-Test, mit dem wir feststellen, ob die Varianzen gleich sind. Wenn sie gleich sind, können wir im T-Test dann angeben, var equal gleich true, womit der Test teststärker wird. Wenn die Varianzen nicht gleich sind, dann equal gleich true. Gut. Ich werde das noch fürs Skript hier ergänzen. Können wir, wenn die Varianzen nicht gleich sind, müssen wir var equal gleich f angeben oder wir lassen es gleich bei der Standardeingabe. Wir geben keinen weiteren Parameter an, da er von Haus aus davon ausgeht, dass unsere Varianzen nicht gleich sind. Sollten wir einmal den Fall vorliegen haben, dass wir gepaarte Stichproben haben, was in der Archäologie nicht unbedingt der Normalfall ist. Wir haben eigentlich fast immer unabhängige Stichproben, außer wir betrachten zum Beispiel so etwas wie Objekte vor und nach einer Restauration. Dann sollten wir also den Fall vorliegen haben, dann geben wir paired gleich true ein, um abhängige Stichproben zu symbolisieren. Wir haben gesehen, dass der T-Test nur für zwei Stichproben sinnvoll durchzuführen ist. Wie man dazu kommt, mehr Stichproben abzuprüfen, werden wir in der nächsten Episode